Das Magazin Wandern.ch ist zu Besuch in der meteorologischen Station Basel-Binningen. Es ist eine von ca. 160 automatischen Stationen von Meteo Schweiz. Wir sind aber wegen etwas anderem gekommen. Seit 1755 wird hier das Wetter von Auge beobachtet und von Hand gemessen und aufgeschrieben. Der Max Baumann ist Stationsleiter und einer der Wetterbeobachter. Also einerseits machen wir Wetterbeobachtungen, und zwar dreimal pro Tag. Am Morgen mit der Sommerzeit um 7:45 Uhr, zum Mittag um 13:45 Uhr und zum Abend um 7:45 Uhr wieder. Es gibt natürlich viele Wetterelemente, die man nicht messen kann, die man eben beobachten muss, wie Wolkengattungen, Wolkenhöhe, Sichtweite. Und für diese Beobachtungen braucht es eine rundum freie Sicht auf den Himmel. Der Max Baumann führt uns auf die Dachterrasse der Wetterstation. Also hier oben tun wir bei den Beobachtungen das Wetter beobachten, wie es aktuell ist, ob es gerade regnet, schneit, ob es Nebel hat. Und die Sichtweite, da haben wir gewisse Sichtmarken. Also hier hinten, der blaue, der ist etwa 12 Kilometer weg. Und dann dort von Gesen sind so gut 55 Kilometer weg. Wir haben also im Moment sehr gute Sicht. Noch zu den Wolkengattungen. Wir haben jetzt sehr schöne Quellbewölkung, das sind jetzt die Cumulus, wo, wenn sie noch weiter wachsen, einzelne Schauer daraus geben können. Und weil wir nur auf Achtel genau schauen, ist das jetzt 7/8 bewölkt. Der grössere Teil der Wetterdaten wird aber nicht beobachtet, sondern gemessen. Und zwar mit den gleichen Messgeräten, die man schon vor mehr als 100 Jahren gebraucht hat. So kann man die Daten von heute mit den 100-jährigen Daten vergleichen. Also das Prinzip, wo der Sonnenschein durchmessig seit 1886 ist ein einfaches Prinzip. Es hat eine Glaskugel und die Glaskugel wirkt wie ein Brennglas. Und der Brennpunkt ist hier hinten dran, wo der Streifen gespannt ist. Jetzt, wenn die Sonne scheint, dann brennt die eine Spur hinten rein, weil sie gegenüber dieser Kugeln wandern. Und wenn nachher wieder eine Wolke dran ist, gibt es einfach einen Unterbruch bei dieser Brennspur. Für die anderen Messungen gehen wir runter in den Garten. Hier stehen die alten Messgeräte, die die Wetterbeobachter dreimal im Tag ablesen. Und gerade nebenan sind die topmodernen Messgeräte, die alle 10 Minuten die Wetterdaten automatisch zur Meteo Schweiz übermitteln. Das ist jetzt ein Niederschlagschreiber, also das Wasser fällt hier oben rein, durch das Röhrli in den Zylinder. In diesem Zylinder hat es einen Schwimmer, der gerade verbunden ist mit dem Zeiger. Wenn also hier innen das Wasser ansteigt, durch den Niederschlag, steigt auch der Zeiger an. Und an der Steilheit der Kurve sieht man auch, wie stark es geregnet hat. Wir haben ja eine Zeiteinteilung. Wenn es voll ist, tut es automatisch entleeren durch das Rohr und fährt dann wieder bei Null an. Also das ist jetzt der automatische Regenmesser. Der wird auch geheizt. Das hat natürlich den Nachteil, dass etwas verdunstet, wenn es schneit. Das Wasser fließt jetzt in eine Doppelwippe. Und wenn die voll ist, kippt es, gibt einen elektrischen Impuls. Und das zählt dann als Zehntel Millimeter Niederschlag. In dieser Wetterhütte sind gerade mehrere Thermometer für die Messung der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Also im Moment haben wir 21,2. Das Maximum bis dahin 21,5. Das Minimum seit dem Morgen um 8 Uhr 15,0. Soll ich erst erklären, wie das Psychrometer funktioniert? Also das sind zwei normale Thermometer. Eins ist mit einem so einem Strümpfchen überzogen und benetzt. Und jetzt, wenn man eine Messung macht, will man im Büro einerseits Licht an und hier innen hat es einen Ventilator, der dann einen Luftstrom macht. Und bei dem, wo das Strümpfchen hat und feucht ist, verdunstet etwas Wasser. Und das Verdunsten braucht Wärme und das entzieht dem Thermometer. Das Thermometer zeigt also eine tiefere Temperatur an, als das, was trocken ist. Und aus dieser Temperaturdifferenz kann man die Feuchtigkeit berechnen. Wenn also keine Differenz ist, wenn die beiden das Gleiche anzeigen, dann hat es Nebel. Dann ist die Feuchtigkeit also 100%, es kann nichts verdunsten.
Die beobachteten und die gemessenen Werte werden heute mit dem Computer über das Internet an Meteo Schweiz übermittelt. Der Herr Baumann zeigt uns das alte Übermittlungsgerät. Man spürt seine Leidenschaft für die alte, zuverlässige Technik. Das ist die alte, automatische Station von Meteo Schweiz. Und früher hat man hier Beobachtungen 3-mal pro Tag vergodet können eingeben und ist dann bei den nächsten 10 Minuten automatisch nach Zürich übertragen worden. Die Elektronik ist 40-jährig, funktioniert aber zum Teil immer noch. Und die Übertragung geht nicht mehr nach Zürich, denn es ist noch die einzige Station hier in der Schweiz, die noch im Betrieb ist. Aber ich verwende noch gewisse Daten davon. Gerade nebenan ist die Anzeige und der Schreiber vom Windmessgerät. Auf dem Dach ist im Moment gerade schwacher Westwind. Und dann zeigt uns der Max Baumann noch den Schatz, den der Meteorologische Verein von Region Basel hütet. Das Archiv mit den Aufzeichnungen der Wetterdaten seit 1755. Also das ist jetzt Juli 1897, die drei Beobachtungen, Temperatur, Minimum, Maximum, Luftdruck 3-mal pro Tag, Windrichtung und Geschwindigkeit, Bewölkungsmenge. Die Wetterdaten von Station Basel-Binningen sind eine der längsten und besten Klimareihen weltweit. Sie sind von unschätzbarem Wert. Man kann damit statistische Auswertungen machen und so Klimaveränderungen darstellen. Hoffentlich findet der Meteorologische Verein auch in Zukunft genug freiwillige Wetterbeobachter, sodass die Klimareihe noch lange weitergeführt werden kann.